Wieder zurück. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ember Montag mit Tomaniac. Ja, wir sind im Burnville-Tunnel und ich wollte doch mal noch die Kampfposition hier mal anders einstellen. Vielleicht so. Und Nelvin hält sich da so ein bisschen zurück. Jawohl. So versuchen wir das mal. Und wir haben ja auch noch hier so stinknormale Fackeln im Gepäck. Da können wir mal hier so eine anzünden, weil Tomaniac ist eh zu doof, Licht zu machen. Gehen wir mal durch den Tunnel. Wir haben ja gerade den Burnville-Schlüssel, also in der letzten Folge benutzt. Und gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ich glaube nicht, dass man hier solche Sachen untersuchen kann. Die liegen einfach nur so rum. Die sind einfach nur Zierrat. Ich wette, hier kommen dann wahrscheinlich auch noch der ein oder andere Kampf auf uns zu. Würde mich nicht wundern, wenn das hier nicht ohne Kampf abginge. Oder was mag hier passiert sein, dass hier so viele Leichen rumliegen? Sind die irgendwann mit eingeschlossen worden? Und wenn ja, warum hat man das gemacht? Oder sind das einfach Mordopfer? Das ist schwer zu beurteilen. Da ist eine Tür nach unten. Gibt es hier auch noch was nach oben? Nein, gibt's nicht. Wir müssen also hier offensichtlich durch. Er wollte gerade hinausgehen, da erdröhnt plötzlich ein lautes Gebrüll. Aus einem Nebengang taucht die Fratze eines Feuerriesen auf. Lodernd faucht er euch an. Ah, endlich wieder Nachschub. Es ist schon lange nichts Vernünftiges zu fressen vorbeigekommen. Mit diesen Worten schiebt sich der Koloss aus dem Gang und greift euch mit seiner großen Keule an. Na, fantastisch. Ja, was bleibt mir schon übrig? Feuerriese. Aha. Ich glaube nicht, dass ich den lähmen kann, oder? Tja, dann würde ich sagen, wir lassen hier mal unseren Windheuler aufheulen und hoffen, dass das funzt. Ich frage mich, ob der überhaupt durch die Rüstung kommt. Ich hoffe es ja nicht. 22, Feuerriese greift an, schlägt fehl. Okay, bleiben wir mal so. Wir versuchen es nochmal mit Windheuler und hoffen, dass der sitzt. Scheiße. Boah, 24, Feuerstrahlspruch. So, so also, das geht hier Auge um Auge. Scheiße, schon wieder misslungen. Nelvin hat den Spruch abgewehrt. Oh, geil. Glück gehabt. Ich hoffe, dass der Riese nicht so viele von diesen Sprüchen auf Lager hat. Jetzt wird es langsam mal Zeit, dass ich nochmal treffe hier. Ja, gut. 6, ist das 16 oder 46? Okay, so weitermachen. Ich hoffe, das passt nochmal, sonst wird es hier wirklich mal eng. Scheiße. Ja, der kommt durch die Rüstung. Jetzt ist langsam Zeit, dass ich treffe. Ach, das ist doch zum Kotzen, ey. Nelvin, was machst du für Sachen? So, probieren wir es weiter so. Mhm. Ah, das hat gepasst, jawohl. Abgewehrt? Ja,
Specken. Okay, wir haben ihn. So her mit dem Gold. Das speichern wir ab. Das ist ja wohl schon mal klar. Sicher wie die Armen in der Kirche ist das. Nein, nicht das Programm verlassen. Wer hat denn davon gesprochen? Wir sind Gott sei Dank nicht ganz so Okay, ja, also es gibt hier nichts weiter, ne? Wenn ich immer so umgucke, dann war das möglicherweise der letzte Wächter vorm Ausgang. Ich hoff's. Okay. Sieht so aus, als kämen wir dem Ziel Burnville näher. Ja, ich hoffe, ich kann hier irgendwo rasten. Das heißt, wir können jetzt hier warten. Hoffentlich ist es jetzt Zeit. Ich habe aber auch irgendwie einen ganz blöden Schlaf-Wach-Rhythmus jetzt hier. Weil immer dann, wenn die Gruppe entsprechend ruht, ist es Nacht oder so. Das ist gerade voll ätzend. Ich schlafe bis zum Morgengrauen, okay. So. Dann speichern wir das nochmal ab. Burnville. Zack. Okay. Ja, gucken wir mal, was es hier so gibt noch. Ne? Ich habe keine Ahnung. Wo soll denn jetzt Burnville liegen, verdammt? Ich weiß ja nicht, wo ich bin. Was ist das hier alles? Ich glaube, ich gehe gerade total falsch. Ich habe das Gefühl, ich muss hier erstmal irgendwo... Wo soll denn jetzt der verdammte Ort sein? Von da oben sind wir gekommen. Ja gut, tipptopp, super, fantastisch. Hm. Wo ist jetzt Burnville selbst? Da ist eine Brücke. Da. Oh Mann, ich hoffe, ich kann hier irgendwie ein paar vernünftige Sachen kriegen. Dieser Ort kann später schnell erreicht werden. Als ihr die Stadt betretet, seht ihr sofort, dass es hier furchtbar gebrannt haben muss. Fast alle Häuser sind schwer beschädigt und alles ist schwarz von Ruß. Kein lebendes Wesen ist zu erblicken und es herrscht Totenstille. Na, das sind ja tolle Aussichten. Wir gucken uns hier mal um. Steht denn hier an dem Schild? Auf dem goldenen Schild steht Haus der Künste und der Musen. M. Hellmich, Kartograf. D. Rottermund, Kunstmaler. T. Goldstein, Juwelier. Und T. Weißlich, Mystiker. Aha. Und ich meine, ich habe da vorhin eine Tür gesehen. Dieser Ort kann später schnell erreicht werden. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ihr ruft und sucht alle Räume ab, aber das Haus ist offenbar verlassen. Künstlerhaus. Da ist noch eine Tür. Was haben wir denn da? Offenbar verlassen auch. Immer noch das Künstlerhaus. Ja. Weiter gucken. Wir erkunden den Ort. Wir gehen hier mal alles ab. Wahrscheinlich ist das immer noch das Künstlerhaus, oder? Immer noch das Künstlerhaus. Und wahrscheinlich ist immer noch hier alles leer. Ja. Gegenüber ist direkt was, oder? Was war denn das?
gucken wir mal weiter. Da steht auch ein Schild. Herkules Sulp, Lebensmittel. Geöffnet von 8 bis 18 Uhr. Und da? Gemischt waren. Wir mischen sie kaufen. Geöffnet von 9 bis 19 Uhr. Mal gucken, wo denn der Eingang ist. In welche Richtung gucke ich gerade? Da, Tür. Das gibt's doch nicht. Ja, was ist denn mit den Leuten? Wo sind die denn alle bloß? Was ist denn hier passiert? Was ist hier das Geheimnis? Süden. Und von da bin ich ja gekommen. Kehrtwende Norden. Was ist hier bloß vorgefallen? Wo sind die Leute alle? Geben wir erstmal die Karte so irgendwie ab, oder? Da ist auch noch was. Da ist ein... Dieser Ort kann später schnell erreicht werden. Wir speichern hier mal. Überschreiben, jawohl. Was sagt denn die Karte, wo ich jetzt angeblich gewesen bin? Stadtbrunnen. Wir schmeißen hier mal Münzen rein. Mal gucken, was passiert. Ich habe ja abgespeichert. Eine. Nein, nicht. So. Als die Münze das Wasser berührt, verfärbt es sich rot und ein rötlicher Dampf entsteigt im Brunnen und umhüllt euch. Das Ganze geschieht so schnell, dass ihr alle, ehe ihr euch verseht, den Dampf eingeatmet habt. Doch zu eurer Überraschung scheint euch das nicht zu schaden. Im Gegenteil, eine erfrischende Klarheit durchzieht eure Köpfe. Als der Dampf sich gesetzt hat, kommt es euch vor, als hättet ihr eine Geistesschärfe gewonnen. Mehr Int? Intelligenz 32 von 50. Intelligenz 39 von 50. Intelligenz 23 von 25. Intelligenz 70 von 70. Ja. Süden. Kann später schnell erreicht werden und ist wahrscheinlich auch nicht zu machen. Heilerhaus von Burnville. Endlich mal was! Mit einer schönen Oase hier. Gucken wir uns hier mal um. Gucken wir mal überall rein. Oh, das scheint nicht zu sein. Nein, kann man hier nicht. Na, wenn da was zu holen wäre, dann würde das, würde es ja schon von selber interagieren. Mit meinem Rechtsklickzeiger. Ein Bettenhaus hier. Unterm Aufnehmer ist auch nichts. Hier vielleicht Buch im Regal? Buch macht klug! Hinter einigen Büchern über Kräuterkunde findet Tomanik ein paar lose Seiten aus einem Tagebuch. An einer davon hängt mit Wachs und Faden ein kleiner Schlüssel. Bolga-Schlüssel. Du nehmen. Sabines Tagebuch. Du nehmen. Du gucken auf Tagebuch. Auf ein paar Seiten Pergament hat jemand in wundervoller Handschrift Folgendes festgehalten.
Heute ist einer meiner schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Irgendeine uralte dunkle Macht hat sich aus dem alten Turm des Schwarzmagier erhoben, um uns zu unterjochen. Meine Fresse! Heute Morgen tauchte am Himmel ein riesiger roter Drache auf. Im Sturzflug kam er auf Burnville hernieder und steckte mit seinem feurigen Atem etliche Dächer in Brand. Als die Einwohner aus ihren Häusern gelaufen kamen, fing er mit dröhnender Stimme an zu sprechen. Er sagte etwa: Höret, ihr armseligen Würmer, mein Herr, der Meister des Feuers, hat euch für würdig befunden, seine Sklaven zu werden. Er gibt euch bis morgen Bedenkzeit. Ich werde dann wiederkommen und eure Antwort entgegennehmen. Dann schlug er mit seinen gewaltigen Flügeln und stieg wieder empor. Durch den Windstoß wurden etliche Häuser ihres Daches beraubt. Wir haben heute Abend beraten und es wurde beschlossen, nicht nachzugeben und zu kämpfen. Unser Widerstandsplan war ein Fehler. Heute früh kam der Drache wie angekündigt erneut. Als wir ihm die Unterwerfung verweigerten, brüllte er laut auf und plötzlich war der Himmel verdunkelt und von den Schwingen unzähliger Drachen. In weniger als einer halben Stunde waren alle Bewohner außer mir in Netzen gefangen. Viele hatten Brandwunden und andere Verletzungen. Die Drachen flogen mit ihnen fort, ich nehme an zum Turm. Dass ich in meinem Versteck nicht entdeckt wurde, erscheint mir immer noch unfassbar. Doch nun bin ich ratlos. Ich habe die letzte Nacht damit verbracht, nachzudenken, was ich tun kann. Am Morgen habe ich dann beschlossen, nach Spannenberg zu gehen und meine Mutter um Hilfe zu bitten. Welche Schmach! Ich habe es noch nicht einmal geschafft, den Tunnel zu durchqueren. Kurz nachdem ich ihn betreten hatte, trat mir ein Riese entgegen. Er lachte widerlich und sagte in etwa: Luminor, der Meister des Feuers, hat mich beauftragt, niemanden hier durchzulassen. Doch er hat nicht gesagt, dass ich dich wieder ziehen lassen muss. Deshalb wirst du als mein Essen dienen. Er hob die Arme und riesige Feuerbälle flogen auf mich zu. Nur mit Mühe und Not bin ich dem Inferno entkommen. Ich habe mich wieder so weit erholt, wie es in meiner Macht ging. Ich werde mich jetzt auf den Weg zum Turm machen. Vielleicht habe ich eine Chance, die Leute von Burnville aus den Klauen dieses Luminors zu befreien. Möge Gala mir beistehen. Sabine, Oberheilerin von Burnville. Ach du Scheiße. Das ist ja mega dramatisch. Ich habe voll die Gänsehaut. Alter, was geht denn hier ab? Das ist ja voll heftig. Leute, Leute, ich sag's euch, das ist krass, was hier abgeht. Gucken, ob wir noch irgendwelche Sachen finden. Mit dem Kissenhaufen reden? Was schlägt der denn vor? Oh, ihr seid so schön flauschig. Sind das alle Hinweise, die man hier bekommt? Oh, ich kann ja anscheinend über diese Pfütze laufen. Gibt es hier noch mehr Hinweise? Das ist ja echt bitter, was hier passiert ist. Das heißt also, alle Gefährten sind offen. An der Tür vor euch ist ein kleines Messingschild. Bibliothek der Heiler, Spruchrollen der Heilkunde. Was? Kommt. Was hier hieß mit irgendwas? Als nach ein paar Minuten immer noch niemand kommt, um euch zu bedienen, verlasst ihr den Laden wieder. Ah, verdammt. Ich ahne, was meine Arbeit hier sein wird. Was? Was ist das für ein Laden? Heilungen aller Art. Aber niemand da, der heilen kann. Das ist ja bitter. Ich ahne Schlimmstes. Ich ahne, dass meine Mission darin bestehen wird, die Leute zu retten. Oh, fuck. Halte dich mal nach Norden. Ist das ein Felsen oder einfach nur ein Busch? Ja, einfach nur ein Busch im Dunkeln. Nachts sind alle Büsche grau. Wir gehen hier mal alles ab auf der Karte, dass wir hier mal so einen Überblick kriegen, was es überhaupt so gibt. Der Himmel hat ja gerade eine geile Farbe.
Was ist das hier? Kann später schnell erreicht werden. Aber auch das ist verlassen. Badehaus. Ja, es sieht so aus, als ob hier im Ort erstmal nichts zu reißen wäre. Gibt es denn sonst gar keine Hinweise? Kann schnell erreicht werden. Aber auch da ist wieder verlassen. Was ist das für ein Ort? Schmiede. Badehaus, Schmiede. Wir werden mal die Karte erkunden, soweit es denn geht. Dass wir schon mal hier so einen Überblick haben über den Ort und seine Läden und so. Kann später schnell erreicht werden. Was ist denn das? Taverne. Okay, und hier war doch noch was. So ein Durchgang da. Was ist denn das hier? Das sieht aus wie der Biergarten der Taverne. Würde ich jetzt tippen. Naja, das gehört noch alles zur Taverne hier. Okay, da unten ist irgendwie das Stadttor, ne? Jetzt kann man natürlich gucken, was ist hier Stadttor? Kapelle, Heiler Kapelle? Aber die Kapelle war auch verlassen. Gehen wir nochmal ums Eck. Gehen wir die Karte mal ab. Hier sonst noch gibt. Da ist wieder dieses Künstlerhaus. Ne? Bin ich hier schon längst gegangen? Ja, anscheinend noch nicht so ganz direkt, aber Stellnewies. Da ist eine Statue. In den Sockel eingemeißelt. Das wird wahrscheinlich Gala heißen. Gala. Da kannst du aber nichts weiter tun. Da ist noch was. Ah, dasselbe. Hier auf dem Schild steht wahrscheinlich auf den Marmortafeln in Golden. Haus der Heiler von Burnville. Darunter ist ein handgeschriebener Zettel angebracht. Medikus Jonathan hat wegen Erkrankung zurzeit keine Sprechstunde. Gemischtwarenladen. Ja, es ist nur niemand da. Heiler Kapelle, Stadtbrunnen. Bin ich denn in diese Kapelle schon reingegangen? Kann man die überhaupt betreten? Naja, das ist. Da war ich gerade drin. Wahrscheinlich ist da drüben auf der anderen Seite dann auch nichts weiter Nennenswertes. Das ist ja bitter, Leute. Nichts gibt's hier in Burnville. Alles verburnt. Und die Leute weggesperrt. Oder irgendwie in Gefangenschaft geraten. Ja, das hilft ja ungemein weiter. Was ist denn hier um das Stadttor drumherum? Gibt es da irgendwas direkt drumherum? Kieken war wohl. Dann haben wir wahrscheinlich hier alles gesehen im Ort, vorläufig. Aus einer Ritze in der Mauer südlich von euch dringt ein seltsames blaues Leuchten.
Als Tomeniac mit seiner Hand in die Nähe des blauen Lichtes kommt, breitet es sich lautlos über die ganze Mauer aus und glüht hell auf. Nach einer Weile lässt die blendende Helligkeit nach und die Mauer ist verschwunden. What the fuck? Dieser Ort kann später schnell erreicht werden. Was für ein Ort ist denn das? In die Marmortafel ist eingemeißelt Nalvins Schule der Magie. Darunter hat jemand mit Kreide hingekritzelt Magic breaks the ice at parties. Was ist denn hier los? Leiter. Ich würde sagen, ich speichere hier mal. Und was es da unten zu sehen gibt, wenn man denn da überhaupt runterkommt, das sehen wir dann hoffentlich in der nächsten Folge. Zock mal wieder Ember Moon mit den Tomaniac. Ja, liebe Leute, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis dann, macht's gut.